Die Frauen am virtuellen Brunnen und das ist das Treffen vom Februar 2021. Letztes Mal haben wir über das Wasser gesprochen und heute nehmen wir das nächste Element, die Erde. Aber bevor wir ins Thema gehen, dann machen wir wie immer Check-in mit Weitergeben. Ich kann kurz Check-in machen. Das Bild hinter mir ist tatsächlich die Wiese draußen tagsüber. Jetzt ist ja schon abends. Und es ist einfach wunderbar. Immer wenn ich es angucke, da geht mir das Herz auf und sitze in voller Blüte und eigentlich das Schönste an meinem Haus hier, finde ich. Gut, ansonsten geht es mir gut. Schöne Frühlingstage und ja, genieße das Leben im Moment. Ich gebe weiter an Martini. Hallo, ich bin aus Kritzendorf und wir haben keine Anemone im Garten, aber wir haben es sehr schön, sehr schönes Wetter, Moni, Monia. Ja. Ich habe mein Fahrräder wieder eingeweiht und das ist herrlich, ein Freiheitsgefühl, an der Donau entlang zu radeln. Und ich freue mich über das Thema Erde. Wir sind mitten in der Fastenzeit und haben ein Aschermittwoch hinter uns. Und so ist die Erde eine wunderbare Sache. Ja. Und ich gebe weiter Ammonia. Ja, danke. Ja, wir haben Frühling in Wien. Heute ist der Geburtstag meiner Tochter. Vor langer Zeit, vor einem halben Jahrhundert, in New York, und ich bin um die gleiche Zeit aufgewacht, wie ich damals, wie das Wasser gebrochen ist und wir dann quer durch New York ins Spital gerast sind, durch alle roten Ampeln, und der Vollmond hat hereingescheint bei uns hier. Also das weckt mich ohne dies immer auf, um drei. Und ja, also es geht mir gut. Ich habe ein ganz ein tolles Buch derzeit, das mich an alle die Dinge erinnert, die ich längst weiß, die nicht anwende. Und das ist von John Blofield, seine Autobiografie. Und das tut mir sehr gut. Ich gebe weiter an die Birgitta. Danke. Mir tut es voll leid, dass ich auf die Monja nicht reagiert habe. Ich habe in der letzten Woche, wir haben wieder total Baustelle. Jetzt hat in der Salzburger Wohnung war Baustelle und in Oberösterreich hat sich auch noch der Handwerker gemeldet. Er will jetzt das Carport aufstellen und ich soll das jetzt schnell streichen und so. Also es war ziemlich turbulent und ich habe begonnen zu schreiben und ich dachte, ich hätte es wohl abgeschickt, aber das war wohl ein Fehlmeinung. Und ansonsten genieße ich den Vorfrühling. Also ich finde es wunderschön, diese Zeit, wo die Bäume noch hell sind, wo noch keine Blätter sind und wo man so spürt, dass alles wachsen will, aber ja, einfach bevor der richtige Frühling ausbricht. Das ist so ganz meine Zeit und die habe ich wirklich gern und erfreue mich daran. Und ja, dann gebe ich weiter an die Annalisa. Ja, danke. Ich bin momentan ziemlich viel zu Hause und jobmäßig gerade nichts zu tun. Das heißt, ich lese viel, ich schaue mir interessante Videos an, mache gerade einen Online-Kurs zum Thema Permakultur und Selbstversorgung und habe meine zwei winzig kleinen Gartenbeete angefangen sauber zu machen, weil ich dieses Jahr wirklich den Ehrgeiz habe, mehr als nur Unkraut zu ziehen. Das heißt, ein bisschen was ist sonst auch gewachsen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen Topinambur geerntet. Die waren ganz köstlich. Also passend schon zum Thema Erde heute. Und ich gebe weiter an die Erika. Ja, hallo. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Und ich habe mich auch auf das Thema sehr gefreut, Erde. Und ich bin jetzt erst zuvor heimgekommen und während der Autofahrt hierher habe ich mich so ein bisschen eingestimmt auf Erde. Und da ist mir eingefallen, dass ich 1975 ein Referat gehalten habe über den Treibhauseffekt. Und da hat mir mein damaliger Freund, wir kannten uns noch nicht lange, geholfen. Und das war sehr ja, sehr inspirierend. Ansonsten hätte mich das Thema nicht so inspiriert, aber ich habe das so ein bisschen Revue passieren lassen
Und es ist jetzt eine Menge Zeit vergangen und diese Szenarien, die dann da geschildert wurden, sind tatsächlich alle eingetreten. Es ist wirklich so etwas, was mich jetzt gerade auch so ein bisschen betroffen macht zu dem Thema. Ansonsten geht es mir gut. Ich habe auch schon heute mein Fahrrad, mein E-Bike raus und werde morgen meine erste Tour machen. Und ja, ich gebe weiter. Diesmal gebe ich wirklich weiter an die Marie-Rose. Hallo, guten Abend alle zusammen. Ich darf mein E-Bike noch nicht auspacken. Ich muss noch mindestens noch 14 Tage so warten, bis ich wieder etwas machen kann. Ansonsten geht es mir aber soweit gut. Ich freue mich auch über die helleren Tage. Und habe gerade auch ein tolles Buch, das mich inspiriert, Zukunft für alle. Eine Vision für 2048, wo so alle Lebensbereiche aufgezählt sind und alle Initiativen, die da irgendwie schon Visionen haben und da am Arbeiten sind, an den Änderungen, die wirklich anstehen, an den Transformationen, die wirklich anstehen. Es fällt mir halt gerade gut zu wissen oder in einem doch nicht so dicken Buch zu sehen, dass es schon vieles gibt und dass nicht nur alles schwierig und problematisch ist. Ja, das Thema Erde, für mich ist Erde sehr wichtig. Ich freue mich auch, ich bin gespannt, was wir da zusammentragen. Und ich gebe jetzt weiter an Beatrice Antonie. Die Beatrice Antonie hat heute Kopfweh und entschuldigt sich. Sie ist hier nur zuzuhören. Aber danke. Also ich werde für sie übernehmen. Sie hat Kopfweh und ich bin irgendwie ein bisschen verwirrt heute. Ich weiß nicht warum. Ich habe vielleicht zu viel geschlafen. Bei mir ist es nur 10 Uhr morgens. Und ich muss mich jetzt auf Erde, also die Wörter alle fehlen mir leider. Ich bin noch beim Wasser, weil die Vögel gerade jetzt ihre Morgenbäder machen. Und das ist sehr schön zuzuschauen. Aber ich werde jetzt an die Erde konzentrieren. Und ich gebe weiter. Haben alle gesprochen? Wer fehlt noch? Anna, du fehlst, nicht? Ja, ich merke gerade, es macht was mit mir doch. Weil letztes Mal war ich auch die Letzte. Und dann denke ich mal, scheiße, soll ich jetzt was sagen? Oder soll ich es unpersönlich nehmen oder persönlich? Aber ich merke einfach, es macht tatsächlich was mit mir. Da läuft dann sofort eine Wertung. Genau. Und ich habe vorhin die Gitarre gesehen und da denke ich mir eben, wow, Frühling geht's mit dem Fahrrad auf dem Rücken, fahre ich eben auch schon eigentlich seit einer ganzen Woche raus. Und ich nehme ja Gitarrenstunden seit neuestem wieder, damit ich ein paar Zupfmuster lerne, also und so ein bisschen mehr einfach dazulernen, das freut mich eigentlich am allermeisten. Genau. Und über Buchtipps freue ich mich. Und was ich sagen wollte, ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich Zeit dazu habe, aber ich habe heute in Oja, die ist rausgekommen, gelesen, dass es vom Eisenstein eine andere Welt ist möglich, eine kostenlose Hörbuchfassung gibt. Mhm. Wen das interessiert. Ja. Damit gebe ich an die Heidi zurück. Genau, danke. Ich wollte alle, die Bücher vorschlagen, bitten, das zumindest in den Chat zu stellen oder am besten, dann kann ich es da rauskopieren und es dann mit aufnehmen. Denn das ist immer schön und es geht sonst so verloren, weil man findet es dann ja nicht mehr, wer was wo gesagt hat. Ja, zu Beatrice wollte ich sagen, ich freue mich, dass sie da ist. Sie ist die Tochter von Victoria. Sie ist in Wien geboren und lebt in New York. Und
wir hoffen, dass sie irgendwann so weit kommt, auch selber zu sprechen. Sie möchte sich einfach wieder daran gewöhnen, das Deutsche zu üben, sagen wir mal. Sie hat letztes Mal sich ganz schön schon vorgestellt. Und ich hoffe, dass sie bald reinkommt und dann genauso gut mit uns allen spricht. Natürlich, Kopfschmerzen muss man erstmal auskurieren. Aber ich freue mich, dass du da bist, Beatrice, und in Zukunft dann mit am Brunnen sitzt. Ich gehe jetzt mal rüber zum Thema Erde. Erika, du hast angesprochen, Erde als den Globus ein bisschen. Ich habe da überhaupt nicht dran gedacht. Ich habe gedacht, Erde als Element, wie Wasser. Ne? Das ist also zum Beispiel, ich habe umgegraben gestern und mich total durchgeschwitzt dabei im Garten und dann in der Erde gewühlt. Ich finde es immer toll, wenn man da die Erde so angreift. Nicht? Und dann, natürlich sind die Fingernägel anschließend dreckig, aber es macht ja nichts. Irgendwie diese Verbindung mit der Erde. Wir können ja durchaus beide, wie sagt man das so schön, Linien verfolgen. Ja, also was bedeutet für euch Erde? Wie gesagt, für mich so eine Gründung. Manchmal saß ich früher, als ich einen großen Garten hatte und Buschboden, statt mich hin und runter zu bücken, um die zu ernten, habe ich mich hingesetzt auf die Erde. Und das fand ich einfach immer toll und dann immer ein bisschen weiter gerutscht, ja, mit dem Po auf der Erde. Irgendwie ist das was, ja, für mich sehr befriedigend, sehr gründend. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, irgendwo im weiterhin, wie ich das die ganze Jugend und bis zu 30, na eigentlich 35 Jahren getan habe, im dritten Stock zu leben. Also jetzt so auf der Erde sein zu können, finde ich ganz toll. Als Kind hatten wir einen Garten, da bin ich natürlich auch auf der Erde gewesen und haben Purzelbäume geschlagen und sowas. Und dann hatte ich, als ich in Berlin lebte, hatte ich dann noch in Westdeutschland einen kleinen Garten mit einem alten Bauernhaus und fand ich immer ganz toll, in der Erde zu arbeiten und zu beobachten, was sie hervorbringt. Und damit möchte ich es erstmal beruhen lassen. Und wer möchte was dazu sagen? Was bedeutet Erde für euch? Und dann können wir ja vielleicht noch auf Qualitäten gehen oder was weiß ich, wo wir halt hinkommen. Ja, Heidi, was du gerade gesagt hast, hat mich daran erinnert, vor vielen Jahren habe ich über einen österreichischen Künstler, einen Maler, Max Weiler, gearbeitet und viel über ihn geschrieben. Und ich habe ihn sehr gut gekannt. Das war sehr schön. Also meine Freundschaft mit ihm war 100 Jahre, als er gestorben ist. Aber er hat was ganz Interessantes mir einmal gesagt. Er kam aus der Nähe von Innsbruck und er war ein abstrakter Maler, also, aber trotzdem hat er gesagt, dass die Mineralien von den Bergen in der Umgebung von Innsbruck, wo er gelebt hat, waren in seine Malerei drinnen. Und dann wurde er nach Wien gezogen, um an der Akademie der Bildenden Künste zu unterrichten. Und er hat ein Atelier, nur das war im vierten Stock von einem alten Gebäude in Wien. Und er hat gesagt, dass die Erde ihm so gefehlt hat. Es war ganz anders für ihn, er konnte nicht mehr schlafen und seine Malerei wurde total anders in Wien. Und dann hat er sich entschieden, dass er jedes Jahr im Sommer, also in der Ferienzeit, musste er dann wieder nach Innsbruck kehren, um seine natürliche Malerei zu machen. Und ich fand das ganz interessant, weil vorher habe ich eigentlich immer gedacht, dass das sei etwas so, ich weiß nicht, nicht so Aktuelles, aber ich habe das wirklich in seiner Malerei gesehen und gespürt und deswegen habe ich das wirklich wahrgenommen. Es hat mich sehr imponiert eigentlich. Was sagst du dazu, Martini? Ich würde mich sehr interessieren, also wie du als Künstlerin das empfindest.
Du musst dich entstummen. Ich hatte dich stumm gestellt. Und es wäre immer gut, wenn alle sich stumm stellen, solange wir nicht reden. Hast du es? Es ist unten, nicht? In der ganz unten links. Ja, ja. Ich habe mein Bild getan. Die Mineralien von dem Pferdenkot hat er in seine Bilder gemacht. Ja, er war. Kennst du seine Bilder? Ja, ja, ja. Ja, ja. Oh, ich muss ehrlich sagen, das ist sehr interessant. Ich habe zwar nicht mit Erde gemalt und auch nicht mit dem Kot von Pferde, bin ich noch nie auf die Gedanken gekommen, aber gearbeitet habe ich zum Beispiel, das ist aber lange her, dass wenn wir Kaffee getrunken haben, dann habe ich das Muster auf dem Papier gesehen und ich habe die Kaffeefilter selber gemacht und um zu sparen, und dann habe ich die Kaffeefilter nachher in die Sonne gelegt und getrocknet und dann habe ich der Kaffee darunter weggetan und dann war ein sehr schönes Muster da. Und diese Muster habe ich gesammelt, diese Filter habe ich gesammelt und da habe ich dann eine Arbeit daraus gemacht. Aber das war in der Zeit in Kanada, da habe ich sehr viel Zeit gebraucht für die Sprache, weil ich viel ich konnte die Sprache nicht so gut und all die Vorlesungen. Und dann habe ich sozusagen aus der Not eine Situation gemacht. Und das war ein guter Arbeiten. Ja? Da habe ich sozusagen mit der Natur gearbeitet und ich habe auch Blumen verarbeitet in der Malerei. Aber mit Erde direkt nicht. Aber was ich tue, ist, wenn die Farbe in ein Glas zusammenkommt mit Wasser, zum Beispiel Aquarell, dann kommt am Boden eine sehr schöne Farbe von allen Farben, kommt zusammen. Ich gieße das Wasser weg und diese Farbe, die dann sozusagen neu entstanden ist, verwende ich. Und das ist auch mit der Natur, aber nicht so wie er. Das mir kam dazu kurz die Idee. Ja, ich wollte nur korrigieren, dass Max Weiler hat nicht mit der Erde gearbeitet, sondern was er eigentlich gemeint hat, war die Mineralien. Nein, die Vibrationen von der Erde, also das Magnetismus von der Erde, was er seit seiner Geburt in dieser Gegend, also umgeben von Bergen. Ich weiß nicht, wie das mitgespielt hat, aber dieses Gefühl von Erde, das hat, weil seine Malerei er hat ganz normale Ölfarben verwendet, aber irgendwie in seinem Geist oder in seiner Seele hatte, oder in seinem Körper auch. Also ich verstehe es immer noch nicht und deswegen freue ich mich, also von euch zu hören, wie das sich in euren Leben also mit einspielt. Also dieses Gefühl von den Vibrationen von, oder was wir auf Englisch sagen, grounding. Also es ist, viele Leute sagen, dass man ständig barfuß laufen soll, damit man diese Vibrationen ins Körper bringen kann. Oder also ich kenne mich nicht aus, deswegen, aber das ist schön von dem Kaffee. Also das interessiert mich schon. Also danke. Ja, ich wollte das auch, was Martini sagte, rüberleiten, wieder zurück zur Erde. Und zwar Kaffeesatz ist ja auch und Pferdedung ja auch ein wunderbares Düngemittel, nicht? Und das wird ja wieder zur Erde. Und dann kommt der Kreislauf wieder zusammen. Insofern, ja. Dann gerne andere Erfahrungen. So,
ich trage gerne meine Erfahrung bei. Ich bin seit vielen Jahren in einem Frauenkreis für Schwitzhütte und da machen wir 4-mal im Jahr ein Ritual für Mutter Erde. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist eine Weidenhütte, die wird mit heißen Steinen, da kommen heiße Steine in die Mitte und dann wird mit Dampf aufgegossen. Das ist sehr, sehr heiß und da geht es um Reinigung auf körperlicher und seelischer Ebene. Und die Erde, und das sind immer 4 Runden und die gehen nach dem Medizinrad. Und die Erde, es steht für den Westen, also für die Schattenseite und auch für die Transformation. Und wenn, also wichtig ist es da oder zu dieser Himmelsrichtung gehört, so in die Stille gehen und meditieren und einfach so eine Art Innenschau zu halten. Vergangenheit und Zukunft und das ist ein sehr schönes und berührendes Ritual, wo man auch Dinge, die so überflüssig sind, die man so auch so bearbeitet, auch innerhalb der Hütte, das ist eine sehr offene Situation, wo dann symbolisch auch Dinge verbrannt werden. Also da kommt dann das andere Element dazu. Also es sind eigentlich alle Elemente, Erde, Wasser, Feuer und auch die Luft, wenn man wieder rausgeht. Und es ist eine wahnsinnig schöne, ein schönes Verbindungsritual mit der Erde. Ich wollte ein paar Beiträge zu der Empfindung von Erde. Eins war jetzt, ich musste eben da in Oberösterreich in unserem Garten ziemlich schwer arbeiten und die Erde ist ja noch ganz feucht und da geht man mit den Turnschuhen oder mit den Stiefeln und die Erde klebt und pappt so richtig und ist so richtig schwer und zieht einen runter und ich habe dann so Steine hingelegt, dass ich nicht da immer halbwegs versinke. Und dann musste ich eine Gegend aufräumen und da war seit, weiß ich nicht, vielleicht 5 bis 10 Jahren immer von den Thujen das Zeug runtergefallen und da so kompostiert. Und das musste ich da wegräumen und habe gemerkt, wow, das ist ein super Kompost. Gell? Das oberste ist trocken und drunter ist ganz ein lockerer, leichter, wunderschöner Kompost. Ich hoffe, dass er nicht giftig ist. Ich weiß nicht, irgendwer hat einmal gesagt, Thujen machen giftig, aber ich glaube, das wird schon wegkompostiert sein. Und das ist so der luftige, leichte Aspekt von der Erde. Und zuerst habe ich witzig von der Victoria und von der Martini eben mit dem Max Weiler die Erde in Verbindung zu bringen. Das war mir ganz fern, weil der Max Weiler, den sehe ich so als ganz bunte, so ungegenständliche, luftige, leichte Bilder, stimmt das? Ja, okay. Das stimmt schon. Deswegen, ja, es war, obwohl er eigentlich viele, viele Bilder auch gemalt hat, die hauptsächlich in bräunlichen Farben sind, gemalt sind, aber die sind überhaupt nicht so populär, drum, wenn man sein ganzes Erbe nicht kennt, ist es, ja, das, und, aber er hat schon, ja, eigentlich von Pigmenten her, also Martini hat mich dann eigentlich daran aufmerksam gemacht, dass er vielleicht schon die eigentlichen Mineralien von diesen Farben genutzt hat, weil sie schon sehr kristallisierend sie sind sehr, Verzeihung, heute kann ich gar nicht reden. Aber ja, aber das stimmt schon, Birgitte, ja, du kennst seine Bilder schon. Aber es war, wie gesagt, er hat mehr von seinem seelischen Zustand gesprochen. Er war sehr, sehr, ein sehr geistiger Mensch und war sehr, sehr sensibel. Und das ist, was mich eigentlich imponiert hat, dass dieses Gefühl, und genau wie für mich, ohne am Meer zu wohnen, weil ich am Meer aufgewachsen bin, war auch sehr schwierig, aber ich habe das nicht ernst genommen oder wahrgenommen irgendwie. Also meine Jahre in Wien waren wirklich schwierig für mich, weil ich so
ich habe das einfach gespürt, dass ich von, also rundherum nur von 1000 Kilometer von Erde, apropos Erde, und ich war immer am Wasser, also ich bin am Wasser aufgewachsen und es macht schon einen Unterschied irgendwie. Danke. Ja, ich wollte noch kurz anschließen. Also das eine waren diese zwei Aspekte. Danke, Victoria. Diese von dem schweren Matsch und dem leichten Kompost. Und der Kompost, die Erde, die ist ja für mich so richtig dieses so produktives Chaos irgendwo, ja, wo alles drinnen ist. Man sieht es nicht, was eigentlich drinnen ist. Und es ist so ganz produktiv. Und dann ein ganz anderer Aspekt, wo ich draufgekommen bin, weil ihr gesprochen habt, dass man eben gerne auf der Erde sein möchte oder auf der bestimmten Erde gehen oder so. Das ist bei mir ganz stark, dass ich zum Beispiel, wenn ich im Kalkgebirge gehe, da werde ich viel schneller müde. Da ist zwar die ganz weißen Kalksteine und die ganz schwarze Erde, aber dieser Boden, der zehrt eher an mir. Und wenn ich im Urgestein gehe, in kristallinen Gestein, wo rundherum das Wasser fließt, und da, das ist richtig verlebendigend. Das ist einfach so ein persönlicher Aspekt, ja, der wie wirkt Irdisches auf mich oder so. Das wollte ich auch mal teilen, einstweilen noch mit euch. Danke dabei. Mir fällt jetzt dazu ein, also die Verbindung von Wasser und Erde. Ich habe sehr viel noch über Wasser gefunden, dass es immer nie aggressiv ist, immer den Weg des geringsten Widerstandes geht. Und wir haben auch einmal eine Übung gemacht mit allen Elementen. Und Erde wird durch Holz belebt, also durch das Element Holz und Wind. Aber was ich also, worauf ich hinweisen wollte, ist, dass wir also bei einem Künstler haben, der mit dem Material arbeitet, das in die Flüsse geschwemmt wird. Also er hat von der Spree, von der Donau, vom Inn die Materialien, und daraus macht er meistens Skulpturen. Also er malt nicht, sondern er macht Skulpturen. Er heißt Alfred Graf. Und ja, also seine Arbeiten sind sie sind eigenartig und sie haben eine Ausstrahlung, also für mich zumindest. Und mir hat also vor allem das gefallen, die Unterschiede eben, die er aus den Flüssen herausgewinnt, also eigentlich aus dem Wasser, wie dann die Mineralien sich ändern, natürlich die, was eben dort gerade runtergeschwemmt wird. Er hat auch Skulpturen gemacht und ihr findet sie im Web unter Alfred Graf, wie der Graf. Und er dürfte derzeit also sehr gut unterwegs sein. Er ist also sehr gefragt, auch schon allmählich. Das freut natürlich auch. Ja, und ich gebe weiter an die Anna, damit sie nicht das Letzte drankommt. Ja, ich war halt ehrlich, es menschelt einfach. Das Künstlerische ist mir einfach eingefallen, auch mit Pigmenten, dass man ja natürlich, gerade in Südfrankreich gibt es ja richtige Lager, wo diese unterschiedlichen Brauntöne verwendet werden, also dann wirklich die Erde zum Vermalen verwendet wird. Aber noch mehr merke ich einfach mit Bedauern, dass ich keine Werkstatt habe, und das ist tatsächlich das Beglückendste für mich ist, mit Ton zu arbeiten. Also wirklich zu gestalten, also mit den Händen, das habe ich ungefähr 10 Jahre lang gemacht, und das war total beglückend für mich. Also finde ich richtig, ja, das finde ich schade, weil der Aufwand, wenn du keine Werkstatt hast, in der Wohnung kann man das schlecht machen. Genau, das fällt mir zur Erde ein. Und auch der Aspekt, einfach um mich zu schützen, immer wieder der Hinweis, du musst dich erden, also ich weiß das auch, wenn es einem psychisch, wenn man instabil ist, dass es total wichtig ist, dieses Grounding. Und ich mache sehr viel intensiver jetzt seit Corona, mache ich das Yoga und auch sehr bewusst eben mit
wirklich alle Hand- und Fußflächen wirklich mit der Erde bewusst mich verbinden. Genau. Das merke ich, ist mir ein wichtiger Aspekt. Und die Zeiten, dass wir als Kinder, wir haben auch einen Garten gehabt, ich bin eigentlich immer im Erdgeschoss, kann ich mich noch total gut verbinden, barfuß in der warmen Erde, wenn der Kartoffelacker aufgeackert wurde und wir haben beim Kartoffelglauben geholfen. Das war tatsächlich, also weil sonst war es Helfen eher unangenehm, Heu einführen und all diese Sachen. Aber wirklich Kartoffelglauben in der warmen Erde, also das war schon wirklich ein Genuss. Genau. Dann machen wir das heute mit Geben, Weitergeben, weiter. Dann macht Marie Rose, wenn du magst. Erde ist für mich auch etwas ganz Wichtiges. Ja. Ich wohne auch in einem Haus mit Garten und brauche das wirklich sehr. Alles, was die Erde hervorbringt, gefällt mir total gut. Womit ich auch mich ganz viel beschäftige mit Kompostierungsprozesse. Das belebt mich auch zu sehen, wie sich wirklich, wie die Erde, also wie da diese Transformationsprozesse, die da passieren können und wie da neues Leben daraus entsteht und was alles in der Erde so lebt, die ganzen Tierchen und Pflanzen und alles. Ja, die Erde ist unser Boden, auf dem wir stehen und von dem wir leben. Unser Körper ist ja letztendlich auch Erde oder ganz einen guten Teil Erde, wird wieder Erde werden. Ja. In der Schule mit den Kindern habe ich auch immer wieder mal mit Erde gemalt, mit den verschiedenen Farben, die Erde haben kann. Das fand ich auch eine wichtige Erfahrung. Das Arbeiten mit Ton ist auch eine Aktivität, die einen groundet, wie ihr sagt, die einen gut erdet, die einen in Kontakt bringt mit diesem Element. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Habe ich auch in der Schule ganz viel mit Kindern gemacht. Und ja, die Hände in den Boden strecken, ist in den Boden stecken, im Boden rumwühlen, ist für mich auch eine sehr sinnliche Arbeit, wo ich den Eindruck habe, da gehen Kräfte in meine Hände und das hilft mir definitiv immer wieder, mich zu regenerieren. Und ja, ich wünsche jedem Menschen einen guten Kontakt mit dem Element Erde. Danke. Jetzt habe ich noch ein bisschen Hebräisch, weil die Monja ja von Hebräisch geschrieben oder gesprochen hat. Auf Hebräisch ist die Erde die Adama. Adama ist die Erde. Und der erste Mensch ist der Adam, der von der Erde gekommen ist. Und wenn man jetzt sagt, ein Mensch, einfach das Wort für Mensch, auch im modernen Hebräisch, dann ist es der Ben Adam, also der Nachkomme des Adam, also der Nachkomme des Erdmenschen. Und die Farbe Rot, lustigerweise, heißt Adam. Das ist dieselbe Wortwurzel. Also irgendwo muss das entstanden sein, wo es rote Erde gab. Zum Thema Hebräisch und Erde. Anneliese? Ich mag vielleicht auch noch hinzufügen, was mich auch eben fasziniert, was die Erde machen kann, dass sie eben sich zu Steinen verdichten kann, dass sie sich zu Mineralien und zu Edelsteinen verdichten kann und zu diesem, wirklich zu diesem Bergkristall, der dann auf einmal ganz durchsichtig und klar ist. Und das alles ist Erde. Das ist schon faszinierend. Ich glaube, mein Verhältnis zur Erde ist sehr stark schwankend. Also wie ich Kind und Jugendliche war, hatten wir tatsächlich einen Garten. Und das hat teilweise Freude gemacht. Also ich weiß noch, dass ich glaube, erste oder zweite Grundschulklasse
habe ich Astern angebaut und meiner Lehrerin einen großen Blumenstrauß mitgebracht, den sie erst gar nicht annehmen wollte. Erst als ich gesagt habe, dass ich die selber gezogen habe, hat sie gesagt, dann darf sie die schon annehmen. Also da hatte ich noch relativ viel Kontakt mit Erde und dann, ich habe Mathe studiert und Informatik und dann ist mir das sehr abhanden gekommen. Also dann bin ich hauptsächlich vor dem Bildschirm gesessen. Als Jugendliche hat es eigentlich schon angefangen, nicht mit Bildschirm, das gab es damals noch nicht, aber Bücher lesen und mich im Zimmer verkriechen. Also wenn die anderen im Garten waren, dann habe ich mich hinter einem Buch versteckt und möglichst im Schatten zugebracht. Und jetzt in letzter Zeit kommt es allmählich wieder, die Lust, mit meinen zwei Gartenbeeten jetzt mal was anzufangen. Und ich hatte, als ich hier frisch eingezogen bin, tatsächlich Gemüse gepflanzt und war erstaunt, wie viel ich geerntet habe von diesen zwei eigentlich kleinen Beeten. Und dann plötzlich wieder die Lust verloren. Und jetzt denke ich, okay, jetzt könnte ich mal wieder anknüpfen. So 6 Jahre später, warum nicht? Also ich bin jedenfalls sehr neugierig, wie sich das weiter entfaltet. Mario, was willst du noch was dazu sagen? Du bist entstummt. Ah ja, ich bin noch entstummt. Ja, mir fällt schon noch was ein. Ich habe gerade gedacht eben an Horoskope, an Astrologie, an die Sternzeichen, wo es ja auch die 4 Erdelemente gibt, die 4 Erdzeichen gibt. Ne? Und ich habe mich gerade gefragt, ich habe tatsächlich keinen einzigen Planeten in einem Erdzeichen stehen. Und ob das dann halt dazu führt, dass ich deswegen wirklich die Erde und der direkte Kontakt mit der Erde für mich so wichtig ist und für jemand anders vielleicht weniger wichtig ist, ne? Wenn man gut, ja. Welche sind die Erdzeichen, Marie-Rose? Stier und, warte mal, wo sind wir jetzt? Steinbock, Stier und Jungfrau. Das sind die 3 Erdzeichen, ja. Mag ich noch was sagen? Danke für den Hinweis, Astrologie. Da fällt mir natürlich Yin und Yang ein. Und letztendlich ist die Erde sozusagen der Gegenpol zum Vater Himmel. Also zum Yang-Prinzip das Empfängliche letztendlich. Und dass das Empfängliche letztendlich die Voraussetzung ist, oder die Empfänglichkeit wirklich, was zu manifestieren, was zu erschaffen. Das ist sozusagen so die Grundaussage vom I Ching. Mir ist ein Yoga-Buch über den Weg gelaufen, von einem Feuerstein geschrieben, Georg Feuerstein, und das finde ich so toll. Also wen das interessiert, ich kann es auch reinschreiben. Und da war ein Hinweis drin gestanden über einen Felsen, das sogar, ich gucke mal, ob ich das, weil ich habe es mal rausgeschrieben, zu existieren, also so wie selbst ein unbelebter Gegenstand wie etwa ein Fels zeigt Bewegung. Und die Bausteine der Materie, die atomaren und subatomaren Partikel, sind tatsächlich keine Bausteine, sondern unglaublich komplexe Energiemuster in konstanter Bewegung. So erscheint das Weltall als riesiges Schwingungsfeld. Die Welt ist ein Prozess, um es mit den Worten von Noor, wie der heißt, Whitehead, auszudrücken. Und das fand ich total spannend, eben wir sind alle oder alles, sogar eben ein scheinbar Toter, also Materie wie ein Fels, ist eben Bewegung, ein Energiemuster. Das finde ich jetzt spannend, weil das kann man jetzt zusammen mit der Vibration der Erde, nicht? Ich weiß nicht, ob ihr wisst, ich glaube, das habe ich jetzt, ich glaube, die Note G ist, glaube ich, die Note die Musiknote der Erde, nicht? Und dann sagtest du, Victoria, dass dieser Maler die Schwingung der Erde wahrnehmen konnte an den verschiedenen Stellen. Es gibt ja auch, habe ich gehört von einer Freundin mal, es gibt Horoskope, die untersuchen, wo du hingehörst, wo deine Schwingung passt. Und sie hat es dann später in ihrem Leben machen lassen. Da hat sie gesagt, genau da, wo sie sich unwohl gefühlt hatte, da sagte das Horoskop, das passt nicht zusammen. Und da, wo sie sich wohl gefühlt hat in ihrem Leben, da passte ihre Schwingung zu der dortigen Erdschwingung. Also ich denke, wir
wir wissen noch so wenig über all diese Sachen. Ja, ich werde jetzt 80 und das, was ich weiß, ist, dass ich das meiste nicht weiß. Also das ist ja endlich mir klar geworden. Ja, und ich wollte nochmal darauf hingehen, dass wir eben eigentlich das Wunder ständig vor Augen haben oder fühlen oder so und es gar nicht so richtig mitkriegen, ja. Sondern wir denken immer, oh, wir müssen jetzt das machen und das machen und das machen, ist doch ganz normal und bla 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 bla. Aber eigentlich ist doch alles ein Wunder. Auch, dass diese Blumen da so aufblühen, ja. Und dann plötzlich finde ich in anderen Teilen des Grundstückes auch welche, in einem vereinzelten ganz da drüben und so. Ist das nicht irre? Kann man natürlich erklären, ja, die Samen fliegen und so. Ja, aber, you know, das ist einfach, für mich ist es ein Wunder, trotz aller wissenschaftlichen und sonstigen Erklärungen. Aber das eine ersetzt das andere nicht, sagen wir es mal so. Dann kommt man zu der Schönheit, das mit der Erde. Also ich habe jetzt, bevor ich hier am Computer von meines Mannes gekommen bin, hatte er ein wunderschönes Bild von der Natur auf seinem Schirm gehabt. Da habe ich gedacht, ach, was bemühe ich mich, mit der Malerei etwas auszudrücken. Und man kann so viele schöne Bilder hat man zur Verfügung und ich sehe die gar nicht, weil das, ich bin wenig am Computer. Und dann denke ich, oh Gott, ja, die Schönheit auch von den Blumen oder von, dass man wirklich staunen kann. Es ist wirklich eine Verbindung, die Erde mit dem Himmel. Also es ist, ich finde es wirklich wunderbar. Ja, ja, ich finde auch gerade jetzt in diesem Moment, so Ende Februar, wenn wirklich die ersten grünen Pflänzchen sich zeigen, das ist schon wirklich ein Wunder, dass die durch diese harte Erde da so zarte Blättchen imstande sind, sich daraus zu drücken. Ja. Oder die Formation der Blüten, die schon alle vorhanden sind. Ja, dass das nur wartet, um geöffnet zu werden. Es ist wirklich, also man kann nur staunen über die Erde, was es uns alles bietet. Anna, du bist entstummt. Wolltest du was sagen? Die Schumann, ich habe jetzt gerade nachgeschaut, was das ist, die Schumann-Frequenz oder Schumann-Resonanz, aber ich glaube, das ist kompliziert. Was mir besser gefällt, ist eigentlich so diese, weil das angesprochen worden ist, die Schönheit sozusagen der Pflanzen. Da komme ich nochmal auf Muster. Das ist einfach das, was mich zum Staunen bringt. Eben, dass alles Muster sind. Wurscht, ob es jetzt Wellenmuster sind oder also heilige Geometrie, Fibonacci, also dass ja das ganze Blüten, der Aufbau von Pflanzen entspricht ja im Prinzip der heiligen Geometrie, diesen Grundmustern der Fibonacci-Kurve und einem goldenen Schnitt. Also das ist zum Beispiel etwas, was mich mindestens genauso staunen lässt, wie dann die Blumen selber oder den Duft beispielsweise zu genießen. Und dass es Leute gibt, zum Beispiel fällt mir Hyazinthen, das wirklich im Laden, die wusste nicht die Frau, wie die Blumen heißt. Also die war bestimmt so alt wie ich. Und die gesagt, könnten Sie nicht kommen und mir sagen, was das ist? Die wusste nicht, was Hyazinthen sind. Ja, das wollte ich einfach sagen, die heilige Geometrie, also diese Grundstruktur des Kosmos, dass mich die sowas von berührt. Ah, jetzt habe ich es gesehen, Heidi, ja. Na? Was mich interessieren wird, das ist ja ganz ein anderes Forschungsgebiet, wenn man in Richtung Schönheit und Empfindungen und so weiter forscht. Und was mich wirklich interessieren wird, weil wir jetzt gesprochen haben, einerseits von der Erde, die so ein Chaos und eine Mixtur von allen möglichen Mineralien und was halt alles so drinnen herumschwirrt.
Und dann kommen diese wunderschönen strukturierten Pflanzen raus, einfach rein durch das Samenkorn, durch die Reaktion zwischen Erde und Samenkorn. Aber ich kann mir eigentlich gar nicht wirklich vorstellen, schon, man sieht dann, es kommt die Wurzel raus und es kommen die Blättchen raus und so. Aber was da passiert, dass aus dem Chaos diese Schönheit entsteht, das ist irgendwo ist ziemlich geheimnisvoll gerade für mich. Das erinnert mich ein bisschen an Rupert Sheldrake und die morphogenetischen Felder, nicht? Dass das so eine Grundblaupause angelegt ist irgendwo im Feld, das kannst du aber nicht sehen. Und dann entwickelt sich das entsprechend. Und wenn irgendwas dazwischen kommt, dann versucht dann dieser lebendige Organismus dem Hindernis irgendwie auszuweichen oder irgendwie was zu machen, dass es trotzdem noch seine Form erreichen kann in irgendeiner Weise. Und das ist ja auch spannend. Man sieht ja manchmal so missgestaltete Pflanzen, aber die haben einfach nur versucht, trotzdem rauszukommen, nicht? Und ihre Lebenskraft zu entfalten. Und das finde ich auch ein Wunder. Überhaupt Lebenskraft, ja, wo kommt das her und wie äußert sich das und wie, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich finde es einfach irre. Ja, weil Erde an sich ja erst einmal tote Materie ist. Ist das tot, aber ist doch einen ganzen Haufen Sachen da drin gleichzeitig. Ja. Ja? Die Erde an sich ist totes Material. Mhm. Danke, Marie-Rose. Dann kommen wir auf den Tod von uns selber, also unser Sterben, das wir immer wieder machen müssen, um transformieren zu können. Also das finde ich ein wunderbarer Vergleich. Ich brauche nur die Erde anschauen und dann kann ich... Also, ja. Marie-Rose, ich möchte dir doch widersprechen. Mir gefällt eigentlich, dass die Erde komplexe Energiemuster sind im allerkleinsten Bereich, wie die Anna das gesagt hat. Das gefällt mir besser als das Wort Tod. Die Erde ist notwendig für Transformation. Das ist einmal etwas. Während das Wasser transformiert sich ja selbst zu Nebel und Dunst und regnet wieder runter. Aber ohne Erde gäbe es keine Transformation. Aber ich glaube, deswegen ist sie nicht tot. Aber zumindest für mich ist sie nicht tot. Also. Ja, die beinhaltet doch, wenn von den Pflanzen, wenn Pflanzen langsam absterben oder auch Menschen absterben, dann geht das Materielle in die Erde ein und trotzdem ist sie dann nicht tot. Gell? Das ist seltsam. Kommt natürlich darauf an, wie du das definierst, tot und nicht tot. Ja. Insofern. Wie hast du das gesehen, Marie-Rose? Wie definierst du das, wenn du sagst, die Erde ist tot? Ja, weil sie das tote Element da in dem Gesamtkontext ist, sie das tote Element. Das Element, sie wird gebraucht, aber an sich, sie selbst hat jetzt gerade kein Leben drin. Also, soweit ich informiert bin. Ich merke, ich möchte auch widersprechen, weil das hört sich so an, so wie, keine Ahnung, wie ein Stadtmensch sagt, die Erde ist tot und heutzutage weiß man ja, und wenn man denkt, vom anthroposophischen Standpunkt aus gesehen, dass das sozusagen das Grundlegende, ein gesunder Boden mit Kleinstlebewesen, der unglaublich viele Bakterien und Kleinstlebewesen enthält, unzählbar viele. Also in einem Kubik, keine Ahnung, ich kann das nicht sagen, wie viel, aber ich weiß einfach, sogar in einer Leiche, also wenn man nicht verbrannt wird, geht sozusagen das Leben weiter, nämlich in anderer Form. Wissen wir ja auch, dass dann Würmer und dergleichen kommen. Also sozusagen, das Leben transformiert sich nur, aber sowas wie Erde ist nicht tot. Also da merke ich einfach, da ist in mir so eine innerliche, nee, kann ja nicht sein.
eben und noch dazu das Beispiel mit dem Felsen, dass alles Schwingung ist. Ja, Schwingung ist aber trotzdem noch kein Leben. Also es gibt eine Definition, ab wann man plus minus Leben beginnt, ne? Und dass ganz viele, ganz, ganz extrem viele Lebewesen in der Erde leben, macht die Erde noch nicht lebendig. Sie ernähren sich davon. Das finde ich jetzt spannend, weil man kann die ja Erde sterilisieren und dann sind keine Lebewesen mehr drin, aber dann wächst ja dann auch nichts mehr. Das wäre dann eine tote Erde wahrscheinlich. Ne? Ja, genau, das, was dann übrig bleibt. Da gibt es etwas, das übrig bleibt und das tot ist. Okay, okay. Ich denke, wenn wir von Erde sprechen, normal würde man eigentlich von dem sprechen, was man so draußen vorfindet. Und das ist ja voll von Pilzen, Geflechten und alles Mögliche, was man ja gar nicht sieht. Ne? Ja, aber es ist interessant, das mal zu definieren. Also ich habe jetzt eher an Wüste gedacht, also dass die, das ist für mich also dann, aber Erde ist für mich also schon was anderes als Wüstensand. Ja, das ist ja Sandwüste, ne? Und nicht Erde, oder? Zählt für mich zu dem Element Erde. Es ist ein Element. Erdenform. Ja, 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 okay. Zum Element Erde, ja. Mhm. Das ist wichtig, ne? Das ist eine Unterscheidung. Das Element und die Erde als sich im Garten oder so. Ja, und auch die Mineralien drin und so. Schön. Ich habe letztens von bei Bernd Senf einiges angeschaut, was der Wilhelm Reich geforscht hatte. Der hat ja Lebensenergie geforscht und oder ist darauf gestoßen bei seinen Forschungen. Und was mich völlig fasziniert hat, weil er seine Experimente immer extremer gemacht hat und am Schluss hat er hocherhitzten Sand und destilliertes Wasser zusammengebracht und überrascht festgestellt, dass da immer noch Einzeller entstehen. Und er konnte diesen Prozess beobachten. Innerhalb von 3 Tagen sind Einzeller entstanden und bläulich leuchtende Zellen, bei denen er auch emotional sehr berührt war, weil er die Lebensenergie gespürt hat, die da neu entsteht. Und er hat gesagt, bei Sand funktioniert sogar noch stärker wie im Original. Die Biologen wissen, dass wenn man Heuaufguss macht, dass man Amöben züchten kann. Aber sie wissen nicht, wie es geht. Und der Reich hat sich eben vors Mikroskop gesetzt, 3 Tage und 3 Nächte durchgehend, um diesen Prozess beobachten zu können. Und hat dann festgestellt, wenn er Sand und Wasser nimmt und das hoch erhitzt hat, wo eigentlich wirklich gar nichts mehr drin sein kann, dass es dann umso klarer hervortritt. Und das fand ich total faszinierend. Also als erstes bilden sich Bläschen und aus den Bläschen bilden sich Klumpen von Bläschen. Dann bilden die eine Membran, aus welchem Grund auch immer. Und nach 3 Tagen schlüpft daraus ein Einzeller, ein lebendiger Einzeller. Heißt der William Reich oder Wilhelm Reich? Wilhelm Reich. Sein Schüler war Freud gewesen. Wurde dann sehr angefeindet und angegriffen über seine Experimente, aber er war so fasziniert, dass er nicht aufgegeben hat. Also obwohl man seine Bücher verbrannt hat und ihn verteufelt hat, er blieb bis zu seinem Lebensende diesen Versuchen wohl treu, weil er so fasziniert war davon, wie Leben entsteht. Ist das der mit dem Organ irgendwas, Dings? Ja. Mhm. Der Organenergie, ja. Organ, ja. Ich glaube, das wäre ein Thema wieder für eine weitere Reihe. Wir machen jetzt noch mit den Elementen weiter, schätze ich. Ne? Aber bitte notieren, Heidi, woher die Frage war, woher kommt Lebenskraft? Das ist, glaube ich, eine Frage, die jeden von uns irgendwann beschäftigt hat oder wird. Ja, oder Lebenskraft im Allgemeinen, das Phänomen der Lebenskraft. Ne? Die lange vital. Ja, jetzt sind wir ja praktisch schon am Ende. Können wir vielleicht noch so ein bisschen versuchen, eine Zusammenfassung zu bilden? Wir haben ja doch ganz viele Aspekte wieder gehabt von Erde. Oder wir können es ja auch so machen im Sinne eines Checkouts. Was war das, was für dich jetzt die wichtigste Erkenntnis war? Irgendwas, was du vorher noch nicht gewusst hast und jetzt mitgekriegt hast, dadurch, dass wir miteinander gesprochen haben. Beides ist möglich oder auch beides zusammen.
jetzt fange ich einfach mal an, weil ich gerade überlegt habe, oh Gott, ist das eine schwierige Frage. Und da merke ich, ziehe ich mich raus, indem ich einfach sage, ich staune über die Gemeinsamkeiten, dass wir staunen über das Phänomen Natur und das Wunder der Natur und gleichzeitig, wie unterschiedlich wir Erde wahrnehmen und wertschätzen. Also wie gemeinsam und wie unterschiedlich doch zugleich der Blick ist, die Perspektive. Ich gebe weiter an die Erika. Ja, ich war jetzt so ganz bisschen in Gedanken. Jetzt bin ich ein bisschen überrumpelt, Anna. Genau. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich habe heute einen ganz anstrengenden Tag gehabt und war jetzt irgendwo nicht, gerade nicht auf der Erde. Okay, danke. Wer mag, als es nicht mit weitergeben geht. Mich fasziniert gerade die verschiedenen Aspekte von Bewegung. Also die Materie an sich bewegt sich auf der atomaren Ebene. Im Erdboden, im fruchtbaren Boden bewegen sich die vielen Lebewesen, die die Erde oder die Pflanzen dann nähern. Oder jetzt am Schluss Wilhelm Reich, auf den ich jetzt plötzlich wieder, der mir wieder eingefallen ist, die Bewegung, die eigentlich wirklich aus der toten Materie kommt, entsteht plötzlich Lebenskraft. Diese wirklich ganz verschiedenen, unterschiedlichen Aspekte, die immer wieder auf Bewegung rauslaufen, obwohl Erde ja das Bild hat von schwer und fest und unbeweglich. Gebe ich weiter an Birgitta. Also mir hat das jetzt ziemlich fasziniert, da mit dem destillierten Wasser und dem Sand, dass da wirklich was, dass da Einzeller wachsen können. Das wusste ich nicht, das ist sehr faszinierend. Und so diese Rätselfrage von eben, dieser Kontrast, der im Gespräch aufgetreten ist zwischen, oh, die Erde ist tot und die Erde ist ganz lebendig und die Erde besteht aus Energiemustern. Der Kontrast, der lässt mich nicht ruhig, der macht mich selber irgendwie lebendig und macht das ganze Thema. Mir ist das auch beim Wasser so gegangen. Irgendwie durch das Gespräch wird das Ganze erst irgendwie angerissen. Ja? Das wird nicht voll behandelt, okay, jetzt haben wir das abgearbeitet, sondern irgendwie das fängt dann erst richtig an, irgendwie durch das Gespräch. Und das hat mich wieder sehr, sehr gefreut. Sage allen Danke und bin dann gespannt, was noch zu hören gibt. Ich finde es sehr schön, dass in Einkörnchen Sand der ganze Kosmos vorhanden ist. Ja, also das ist, was du, Annalisa, ein bisschen angesprochen hast. Und die Bewegung, was du, Moni, ja angesprochen hast, von was ist es eigentlich, was uns bewegt, oder? Wie hast du das gesagt? Was uns motiviert oder ich bin Elan Vital, glaube ich, darf man wie? Elan Vital, die Lebenskraft. Ja, ja, und das ist eigentlich, wenn wir denken, dass in den Körnchen Sand alles vorhanden ist, was ist in uns vorhanden? Also ehrlich, dann, das ist wunderbar, wunderbar. Und es ist so etwas Herrliches, wenn wir ein lebendiges Gefühl in uns haben. Es kann auch weg sein, ja, es kann auch tot sein. Aber ich glaube, dass dieses Tote in uns auch eine Sache ist, damit wir das Lebendige wieder spüren dürfen, dass wir das einfach auch zulassen und dann kann diese Wandlung immer wieder geschehen. Und wenn es ein kleines, das ist ein Gedicht, aber ich weiß nicht, welcher Dichter das geschrieben hat, dass in ein Körnchen Sand der ganze Kosmos vorhanden ist. Oder in ein Tropfen Wasser. Ja, was da alles. Gut, ich der Dalai Lama hat das auch gesagt. Der Dalai Lama hat gesagt, das sind ein Körnchen. Aber weil ich jetzt wieder die Bewegung, also
sobald ich mich mehr bewege, bin ich besser geerdet und hängt für mich also auch jetzt, seit ich eben das mache, einmal habe ich es gemacht, aber ich werde es weitermachen jetzt 3 Monate. Es ist ein ganz ein anderes Gefühl, da zu sein, sobald ich mich bewegt habe. Und ich bin jetzt ein Jahr fast nur gesessen und habe gelesen und ja, das ist jetzt wieder Zeit dafür. Und der Frühling passt da recht gut, glaube ich, dass ich mich mehr bewegen werde. Das war mein Check-up. Victoria? Hallo. Nein, ich wollte nur sagen, dass das habe ich 2-mal geschrieben, also im Chat. William Blake hat das gesagt über Sand. Ich habe gerade einen Augenblick, vielleicht kann ich, ich habe das jetzt, die Zitat im Chat geschrieben. Ich wollte es auf Deutsch übersetzen, aber ich habe keine Zeit dafür. Aber es ist schön auf Englisch. Obwohl ich Jungfrau bin, bin ich trotzdem ins Wasser verliebt, muss ich sagen. Und ich muss schauen, was das eigentlich bedeutet. Aber ja, ich glaube, wie Birgitte gesagt hat, dass wir erst jetzt angefangen haben und es wäre schön, das weiter zu diskutieren. Und Verzeihung, ich bedanke mich bei allen für eure Geduld heute. Ich bin einfach sehr müde und kann nicht einmal auf Englisch reden. Aber danke für alle, also die interessanten Gedanken und Fragen. Und ich gebe weiter an Heidi, oder willst du ganz am Ende reden? Ja, erstmal, ich möchte, aber jetzt bin ich einmal dran. Du hast das in den Chat geschrieben, denn alles Fleisch ist wie das Gras. Das ist aus dem Brahms. Das war für dich, ja. Okay. Ja, das kommt aus. Also der Text kommt aus dem Epistel von Petrus, also in der Bibel. Aber ja, genau. Ich habe das wegen dir, Heidi. Ich habe schon probiert, aber die Melodie kriege ich leider nicht mehr so ganz hin. Das deutsche Requiem, das ist so herrlich und so schön. Und er hat das Requiem für seine Mutter geschrieben. Ich meine, sie war schon tot, aber zur Erinnerung. Und deswegen, wenn Martini gesagt, ich habe das deswegen im Chat geschrieben, wenn Martini gesagt hat, also dass wenn man an Erde denkt, dann denkt man an seinen eigenen Tod. Und dann habe ich sofort an Brahms gedacht. Und diese herrliches, also das Requiem, es ist so schön. Wunderbar, das kann ich nur empfehlen, wer es nicht kennt, gerade diesen Teil, denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blumen. Und dann das Gras ist verdorret und die Blume abgefallen. Ne? Das ist also auch dieser Wechselgesang. Also es ist einfach toll, wenn man einen Sinn für klassische Musik hat. Ja, und dann mache ich meinen Checkout auch. Ich fand es wie immer ganz schön und ich freue mich schon auf die nächsten Male, weil das ist wirklich ein Zusammentragen von Aspekten, woran ich alleine nie gedacht hätte. Und wahrscheinlich geht es den meisten von euch so. Es ist aber noch wer dran. Marie-Rose, ich glaube, du bist noch dran. Ja, ich war noch nicht. Ja. Ja, ich war erst einmal sehr erstaunt über den Unterschied Element Erde und worüber ihr jetzt über Erde gesprochen habt, ne? Weil für mich wirklich, da wir diese 4 Elemente dann machen, wirklich der Unterschied, was ist wirklich der Unterschied zu Erde, zwischen Erde und Wasser, zwischen Erde und Feuer, zwischen Erde und Luft,
ist mir wichtig und ich wollte da noch tiefer reintauchen, was wirklich das Element Erde ist. Ne? Natürlich sind all die anderen, dass Erde, wenn Wasser da drin ist, dass sie dann erst Pflanzen hervorbringen kann. Erde bringt nur in Kombination mit Wasser Pflanzen hervor. Ne? Und ja, und in Kombination mit der Wärme, also mit dem Feuerelement von der Sonne, nur dann, also haben wir hauptsächlich eben davon gesprochen, was Erde ist in Kombination mit den anderen Elementen, ist natürlich auch total spannend. Das finde ich übrigens, wenn wir alle die Feuer und Wasser, Wasser haben wir schon gemacht, Feuer und Luft, wenn wir darüber gesprochen haben, könnten wir nochmal drüber sprechen, um das Elementensystem, weil ich kenne mich nicht so gut aus und ich würde mich freuen, da ein bisschen mehr drüber zu lernen, über das, die vier Elemente, wie sie klassisch so gesehen wird. Das könnten wir dann darauf hin machen. Dankeschön, Marie-Rose. Mir war es nicht klar irgendwie und es war sehr schön, dass ich das erfahren konnte, den Unterschied. Also in der Astrologie sind diese verschiedenen Kräfte von diesen vier Elementen, da sind die eigentlich gut herausgearbeitet, ja. Gut, das machen wir dann. Annalisa, warst du schon? Dann sind wir schon alle durch. Und Beatrice, magst du nicht kurz sagen Hallo und auf Wiedersehen, wenn du noch da bist? Ja, schön. Hallo und auf Wiedersehen. Ja, schön, dass du zugehört hast und ich freue mich drauf, wenn du dann wirklich voll auch mit dabei bist, okay? Jetzt hast du so ein bisschen gesehen, wie wir so miteinander reden und wir geben dir auch die Zeit, wenn du mal ein Wort nicht findest. Ja, das ist kein Problem. Alles klar? Ja, waren wir alle dran? Stehen wir alle zu Ende? Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und wir treffen uns im nächsten Monat und da sprechen wir Feuer oder Luft? Was hättet ihr denn gerne? Nein, wir können das ja noch absprechen. Weil man im nächsten Monat ist Feuer günstig, weil es zum Widder gehört. Alles klar. Widder. Okay. Ja. Nächsten Monat Feuer. Und dann ist vielleicht dann auch die Zeit vorbei, wo man Feuer im Ofen braucht. Um es wieder aufs Praktische zurückzubringen. Okay, ihr Lieben, macht's gut. Bis bald.